Die Ratten. Danke, sagte die kleine Blume, dass du mich nicht zertreten hast. Danke, dass du achtsam mit mir umgehst. Ich schenke dir dafür das leuchtende Lächeln meiner Farben und meines Duftes. Zufrieden ging der Mann weiter, wich einem Käfer aus und kam dann zu seinem Baum. Er setzte sich zu dessen Füßen und lehnte sich an den dicken Stamm. Ein Schmetterling flog immer engere Bahne um ihn herum und ließ sich dann auf seiner Hand nieder. Der Mann lachte. Er war zu Hause. Der Clan der Ratten hatte sich am üblichen Treffpunkt eingefunden. Als sie vollzählig waren, wurden die Kinder und Babys in die Mitte genommen und um sie herum bildete sich der Kreis, welcher allen Ratten von jeher bekannt ist. Ein ausgeklügeltes System schützte so die Jungen, damit sie im Notfall überleben konnten. Am äußeren Rand befanden sich die Hüter und Wächter, welche oft auch als Vorkoster herhalten mussten, wenn bei der Nahrung nicht alles für gut befunden wurde. Nach der Begrüßung kam die Berichterstattung eines jeden Mitglieds, welches mit einem besonderen Auftrag unterwegs gewesen. Als die letzte Ratte, eine hübsche junge Dame mit seidigem Fell, ihre Geschichte beendet hatte, herrschte eine Weile das totale Schweigen. Alle dachten darüber nach, warum ihre Bemühungen immer wieder fehlschlugen und es ihnen nicht gelingen wollte, an die Menschen heranzukommen. Der Anführer ergriff das Wort und bedankte sich bei allen. »Wie wir leider feststellen mussten, ist es nicht leicht, mit den Menschen zu kommunizieren«, sagte er. Sie verabscheuen uns und verstehen nicht, dass wir es gut mit ihnen meinen und ihnen helfen wollen. Sie verjagen und erschlagen uns, als seien wir ihre Feinde. Sie achten nicht unser Lebensrecht, unser Wissen und unsere Intuition. Daher werden wir sie ab sofort ihrem Schicksal überlassen. Es gibt keine Aufträge mehr für euch. Geht eurem gewohnten Leben nach. Nach langem Schweigen löste sich allmählich der Kreis der Ratten auf und es begann unter ihnen ein Gewisper und Geflüster, denn nicht alle waren mit dieser Entscheidung zufrieden. Die hübsche junge Rattendame kannte einen Menschen, der ganz andere Wege ging und eine Chance verdiente. Sie erzählte, dass sie gesehen hatte, wie der Mann mit Pflanzen und Tieren sprach und die Bäume umarmte. Einige der Ratten berichteten von ähnlichen Erlebnissen. Die Mehrzahl aber unter ihnen konnte so etwas kaum glauben, hatten sie doch ganz andere Dinge erlebt und gesehen. So langsam zerstreuten sich die Ratten, um in ihren Gängen und Heimen zu verschwinden. Sie waren müde. Ein langer, harter und dazu noch erfolgloser Tag für die meisten ging zu Ende. Auch der Wald machte sich bereit zum Schlafen und die Blumen hatten ihre Kelche bereits geschlossen. Die Zweige der Büsche und Sträucher hingen lautlos im Dunkel. Abendstille herrschte um sie. Doch in den Ästen der alten Bäume knackte es noch ab und zu geheimnisvoll. Auch auf dem Waldboden war die Ruhe noch nicht vollkommen, denn immer wieder huschte geschwind ein Schatten vorbei auf dem Weg nach Hause oder ein Nachttier tauchte auf, um schlaftrunken seinen Nachttag zu beginnen. Die Mondin stieg langsam hinter den Bäumen herauf und begrüßte alle ihre Freunde. Sie leuchtete den Wald ab und freute sich, dass der vergangene Tag ein guter gewesen, denn es fehlte keiner ihrer Gefährten. Der älteste der Bäume unterhielt sich mit der Mondin und erzählte, dass sein Freund heute wieder hier gewesen und alle mit seiner Liebe und Freude beglückt habe. »Es passiert selten, dass sich jemand Zeit nimmt für uns«, sagte der Baum. Die meisten rennen wie verrückt in bunten Anzügen durch den Wald oder treten in die Pedale eines Rades. Ich glaube, die Menschen merken gar nicht, dass wir lebendige Wesen sind, keine Gegenstände. Ohne uns würde es ihnen in ihrer verschmutzten Umwelt sehr schlechter gehen. Aber zum Glück gibt es immer Ausnahmen, solche wie dieser Mann, der heute wieder bei uns war. Der alte Baum und der Mann kannten und liebten sich schon lange. Beide verstanden einander. Auch ohne Worte. Als der Mann nach einem langen, wunderschönen Sommertag sein zweites Zuhause, den Wald, verließ, fühlte er sich froh und gestärkt. Er schritt auf das Dorf zu, in welchem er wohnte, und stellte fest, dass in fast allen Häusern schon die Lichter brannten.
Dass es so spät war, hatte er gar nicht bemerkt. Wenn er sich im Wald und bei seinem Freund, dem Baum, befand, vergaß er die Zeit. Sie stand still oder existierte gar nicht. Staunend stellte er fest, dass die Nacht bereits begonnen hatte. Er schloss die Türe zu seinem kleinen Häuschen auf und bemerkte, dass etwas über seinen Fuß huschte. Aber er achtete nicht darauf, sondern begab sich schnurstracks in sein Badezimmer, um noch eine Dusche zu nehmen. Er war mit sich im Reinen und fühlte sich wohl. Noch bevor er seinen Fuß in die Duschkabine gesetzt hatte, sah er die Ratte. Sie stand auf ihren Hinterbeinen und schaute ihn intensiv an. Ihr Blick war so eindringlich, dass er sofort aufmerksam wurde. Langsam beugte er sich nieder und strich mit seinem Finger behutsam über den samtigen Rattenkörper. Dann hörte er zu, was die Rattin ihm zu sagen hatte. Als die junge Rattendame mit dem ganz besonders weichen Fell der Auftrag, den sie sich selbst gegeben hatte, erfüllt war, huschte sie so schnell sie konnte zurück zur Höhle, in welcher schon der gesamte Rattenclan versammelt war. »Wo warst du denn so lange?«, wurde sie gefragt, aber alle blieben ohne Antwort. Der Anführer zählte nach, ob nun keiner mehr fehlte, und als das der Fall war, verließen die Ratten gemeinsam das sinkende Schiff.